Der Star unseres nächsten Films heißt Pete und ist Amerikaner. Auf den ersten Blick sieht er zwar etwas schlaff und gelangweilt aus, aber Pete kann Leben retten. Wie genau er das macht und wie verrückt erst seine Kollegen drauf sind, das zeigen wir Ihnen jetzt. Hier entstehen gerade Menschen. Und das sind die Menschenmacher in der Körperfabrik. Dürfen wir vorstellen? Ole, er baut Augen. Amanda, die Beatmungsspezialistin. Melanie und Charlene, die Körperflicker. Und Jeff, der Knochenmann. Willkommen im modernen Frankenstein-Labor. Hier in Tampa, Florida, lagern künstliche Menschen. Und es kommt noch schräger, im Millionenwert. Noch relaxen die Geschöpfe in der Badewanne. Doch gleich geht er los, der hektische Arbeitstag in der Körperfabrik. 4 Uhr morgens, Arbeitsbeginn für Puppenmeister Christopher Sarkisis. Wir versuchen immer Spaß bei der Arbeit zu haben. Das gibt den Puppen mehr Persönlichkeit. Hey Joey, warst du wieder die ganze Nacht auf und hast Videospiele gespielt? Chris behandelt seine wertvollen Modelle wie echte Menschen. Du hast keinen Schlaf gekriegt, oder? Doch was unterscheidet Joey von anderen Puppen? Was macht ihn so besonders? An einem Modell wie Joey können Medizinstudenten alle Operationen lernen wie an echten Menschen. Außerdem ist er auch sehr nützlich bei Anatomie und Körperkunde. Und hier ist der Arbeitsplatz von Joey und Co., das Hillsborough Community College in Florida. Denn hier werden Lebensretter ausgebildet. Die angehenden Ärzte und Nothelfer üben an Puppen wie Joey für Eingriffe an echten Menschen. Wichtig, die künstlichen Menschen müssen den echten so ähnlich sein wie möglich. Aber wie kriegen die das hin? Zurück in die Körperfabrik nach Tampa. Erster Schritt, das Knochengerüst. Hey Jeff, wie geht's? Hey Chris, gut. Jeff ist der Teamleader in der Skelettabteilung. Gerade arbeitet er an einer Hand für die synthetischen Menschen. Die Knochen sind das Fundament des Körpers. Hier fängt alles an. Ganze 206 Knochen sind in diesem und in unserem Körper. Die muss Jeff alle einzeln per Hand zusammensetzen. Als ich hier angefangen habe, war alles so freakig. Jeden Tag siehst du etwas Neues und jedes Mal, wenn man eine neue Abteilung kennengelernt hat, denkt man sich, wow, das ist ja verrückt. Was geht denn hier ab? Jede Menge geht hier ab, weil der menschliche Körper eben sehr kompliziert aufgebaut ist. Hier geht's ans Eingemachte, eine wahre Herzensangelegenheit. Hier bewahren wir die Organe für unsere künstlichen Menschen auf. Wie die gemacht werden, kann ich euch nicht zeigen, Betriebsgeheimnis. Aber sie bestehen aus Salz, Wasser und Fasern. Sie sind ein bisschen wie Zwiebeln aufgebaut. Innen sind sie viel komplexer, als man es von außen vermuten würde. Sie sind sehr detailliert, da steckt viel Zeit drin. 300 Arbeitsstunden stecken alleine in diesem Herz. Verkaufswert bis zu 5.000 Euro. Dafür hat es aber auch einiges drauf. Chris und Joey zeigen uns jetzt, was so ein Körper alles kann. Alle Puppen sind per App steuerbar. Nicht erschrecken. Zugegeben, etwas mitgenommen schaut der Kollege schon aus. Dafür ist er aber umso nützlicher. Dieses Modell ist dafür gebaut, bestimmte Verletzungen zu trainieren. Wenn man eine Arterie oder Vene verletzt und das nicht behandelt, verblutet man sehr schnell. Ihr seht all das Wasser, das vom Tisch rinnt. Das sollte eigentlich im Körper sein. Die beiden versuchen alles, um den Verletzten zu retten, aber... So, der ist jetzt tot. Die Rettungshelfer können das sicher besser. Das Betriebsklima bleibt trotz des Todesfalls entspannt. Joey, wir verbringen zu viel Zeit zusammen. Ich lass dich mal bei den Mädels. Habt Spaß mit ihm. Wir mögen Joey eh lieber. Bei Charlene und Melanie kommen alle Einzelteile zusammen. Knochen, Sehnen und Muskeln. Jetzt gerade nähen wir die Muskelpartien an das Skelett an. Das ist der erste Schritt der Zusammensetzung. Also ist es wie normale Näharbeit? Alles wird hier per Hand genäht. Genauso, als ob man Kleider nähen würde. Kleider aus Muskeln. Genau 656 verschiedene Muskeln müssen die beiden exakt zusammenschneidern. Doch das klappt nicht ungestört. Hey, Joey! Das Arbeitsklima? Sehr relaxed. Hier lässt sich keiner die Laune verderben, nur weil er den ganzen Tag lebensechte Menschenteile bearbeitet.
eben noch relaxed, jetzt elektrisierend. Ole ist nicht nur der Dienstälteste, sondern auch der Coolste. Der Technikfreak arbeitet gerade an einem ganz sensiblen Teil unseres Körpers. Das ist unser lichtempfindliches Auge mit einem Fotosensor, der in das Menschenmodell eingesetzt wird. Wenn das stirbt, reagiert die Pupille nicht mehr auf Licht. Wenn die Pupillen nicht mehr reagieren, dann weiß man, dass der Körper kurz vorm Tod ist. Diese Funktion ist vor allem für Rettungshelfer wichtig, denn die sind schnell am Unfallort und müssen den Patienten untersuchen. Aber nicht nur sehen können die Puppen. Spezielle Modelle sollen Ärzte auf besondere Eingriffe vorbereiten. Hallo Mädels, na, was haben wir hier? Also, hier haben wir einmal den Kinderbeatmungstrainer. Ein erwachsenes Kehlkopfmodell mit austauschbarer Membran. Und ein Modell für eine Brustkorbdrainage. Hiermit kann man bestimmte Eingriffe immer wieder trainieren, bis man sie kann. In der Körperfabrik geht es nicht nur um Menschen. Eines der neuesten Projekte ist CC, ein Hund. Und wie alles hier dient auch dieses Modell einem wichtigen Zweck. Dieses Produkt wird von Tiermedizinstudenten verwendet. Normalerweise üben sie an lebenden Tieren oder an Toten. Jetzt können sie das Gleiche lernen, ohne ein Tier opfern zu müssen. CC wird ganz vorsichtig behandelt. Das Modell hat einen Verkaufspreis von 75.000 Euro. Inklusive Spezialeffekten. Das ist ein gutes Beispiel für ein krankes Organ. Unsere Kunden bitten uns oft, bestimmte Organkrankheiten einzubauen, damit die Studenten davon lernen können. Im Unterricht könnte ein Professor nun per App den Blutdruck erhöhen und CC künstlich bluten lassen. So können die Studenten lernen, das Tier in letzter Sekunde zu retten. Nach 3 Wochen Arbeit sind die künstlichen Geschöpfe bereit für den Einsatz. Hier in der Pool-Area lagern alle Puppen in einem Salzwasserbad. Sonst trocknen sie aus. Hierher kommen die Puppen, wenn sie fertig zusammengebaut sind. Ihre Chillzone sozusagen, wo sie in diesen Badewannen gelagert werden. Dadurch bleiben sie schön befeuchtet und sauber. Sind sie einmal hier, warten sie nur noch drauf, verschickt zu werden. Bis zu 160.000 Euro kostet so eine lebensechte Nachbildung des Menschen. Für die Mitarbeiter sind die Geschöpfe aber mehr als Plastikpuppen. Seriennummern gibt es hier nicht. Ich habe nichts mit der Namensvergabe zu tun. Die Mädels überlegen sich die immer, während sie die Körper zusammennähen. Über 500 ganze Puppen sind mittlerweile in Lehrstätten und Krankenhäusern im Einsatz, weltweit. Unter anderem eben auch im Hillsborough Community College in Florida. Hier lehrt Professor Linda gerade das Intubieren. Ein wichtiger Eingriff, den alle Rettungshelfer beherrschen müssen. Atmet ein Patient nicht mehr, müssen sie künstlich nachhelfen, indem sie ganz schnell ein Röhrchen in die Luftröhre einführen. Daran können die Helfer dann einen Beatmungsbeutel anschließen. Du musst über die Stimmbänder schauen. Schau nicht nach unten, dann siehst du sie nicht. Früher mussten Mediziner noch an Leichen üben. Das bleibt ihnen dank der Puppen erspart. Als ich vor vielen Jahren anfing, hatten wir gerade mal eine Leiche und 10 Minuten Zeit. Das hier ist schon eine wirklich gute Möglichkeit zu lernen. Na fein. Pete kann wieder atmen. Man arbeitet nicht an einem echten Patienten, aber der ist das Wichtigste. Mit so einer Puppe habe ich keine Angst, jemandem weh zu tun. Pets Teile sind alle auswechselbar. Die Studenten können also so oft probieren, wie sie wollen. Das gibt uns die Möglichkeit, immer wieder zu üben, bis es uns in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wenn wir dann einmal zu einem echten Einsatz gerufen werden, kommt ja noch der Stress hinzu. Und dann können wir uns darauf verlassen, dass wir es hinbekommen, weil wir es ja schon so oft gemacht haben. Und das macht die Puppen aus der Körperfabrik zu echten Lebensrettern. Beruhigend, denn im Unglücksfall können wir uns darauf verlassen, dass die Nothelfer dank Joey wissen, wie es in uns aussieht.